Alle bereit? Ja, soll ich auch noch den Chip nehmen? So, wunderbar, herzlich willkommen. Der Happy Tau ist wieder dabei und spielt diesmal mit dem Psychopater und dem Wuppet. World of Tanks. Nein, Quatsch. Ah. World of Warships. Ach, meine Scheiße, Wenigkeit jetzt habe ich vergessen, du spielt mit der Mayogi, einem, wer ist denn das Zeug? Da drauf sein. Schlachtschiff? Genau. Ich glaube, ich werde mir gleich mal die New York kaufen. Ja, dann mach das mal. Die Wyoming, die geht mir schon ein bisschen auf die Nerven, ey. Wenn man die so lange fahren musste. Das Gefühl habe ich mit dem Miyogi auch, zumal ich die letzten Matches einfach nur immer abgesoffen bin. Ich werde denn in der Zehnerspalte da rumeiern, ne? Ja, was? Okay, gut. Ich werde dann auf die Ecke mitkommen und dann versuchen, die auf lange Flanke so ein bisschen Deckung zu geben, dass dir da nichts irgendwie zu nahe kommt. Und ich komme auch gemütlich zu euch rüber gedämmelt. Alter, lad schneller. Seid ihr schon im Game wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Hallo. Ah. Wahrscheinlich ist der Speicher noch von dem anderen Game so voll. So, schön chillig. Was ist das für Wetter? Das sieht ja aus wie Hamburger Wetter hier, du. Ja. Das erste Mal, dass ich das hier so bedeckt sehe. Echt? Ja, vor allem auch so grau. Richtig, das wirklich eingeschränkte Sicht hast. Ja, so ein Gefühl von diesig und so. Ja, ist cool, gefällt mir. Ich fühle mich gleich wohl. Ja. So, typisch Hamburg. Ja, so schön auf Deck, ne? Und dann Tasse Tee in die Hand. Scheiß auf Krieg. Jetzt wird Tee getrunken. Ja, was trinken die Amerikaner? Scotch, ne? Naja, diesen Fusel. Obwohl, dann müsste ich ja hier auf meinem Zerstörer, meinem Japaner, Sake trinken. Ja, ich hab hier noch eine Buddel Sake. Oh, ist geil, das Zeug. Also, guter Sake, warm gemacht, ist super. Darfst du nicht kalt trinken? Ich hab so Buddel ausgesoffen, ey. Bah. Na, darfst du es nicht kalt trinken. Kalt schmeckt er nicht. Ja, kenn mich nicht mit aus. Ja, kleiner Tipp. Ich hab den mal bei Real gesehen und ja, dachte mir, nimm mal mit. Gerne mal was Neues. Bei Real, ich weiß gar nicht, wo ich hab meinen damals direkt vom Asiamann. Und der kann schon richtig geil sein. Da dreht er kurz bevor meine Kanonen beim Einschlagen ab. Ist der frech oder ist der frech? Der ist echt frech. Das ist ein Miyogi. Ja, ich guck mal, ob ich so ein bisschen in deren Richtung treffe. Aber ich hab 14 Kilometer Reichweite. Also so weit ist das nicht. Die Miyogi ist zu langsam. 18 Kilometer Reichweite. Oh, sie dreht ein. Wo will sie denn hin? Kann sie mal aufhören zu drehen? Das trifft doch keiner. Ah, die denken, die kommen hier durch die Gasse durch. Ja. Da dreht die raus. Da dreht die raus. Ich glaub's ja nicht. Ja, ich hab meinen ersten Treffer. Ganz knapp an dem Scheißding vorbei. Ich glaub's nicht. Oh. Bam. Ich habe auch meinen ersten Treffer kassiert. Ich habe aber getroffen und nicht kassiert. Egal. Hier, ne? Sail away. Sail away. Ich schieße hinter dem Miyogi. Aber wahrscheinlich nicht voll ins Fahrwasser, ne? Jep, ich hätte sie getroffen. Hm,
So, ich verkrümmel mich mal. Achso, du bist da ja noch auf der Ecke. Ich wurde entdeckt. Von wem? Von was auch immer. Ich denke mal von Fliegern. Da ist eine Oma bei dir. Ja. Geil. Wieder was? Vernichtender Schlag. Warum ist die Kawachi so langsam unterwegs? Geht und Treffer auf Zitadelle. Ja, ich komme gleich mal zu deiner Oma mit. Ja, die macht einen Schuh. Yay, ich habe die Kawachi getroffen. Kawachi. Gesundheit. Warum ist denn die so lahm? Nein! Komm mal in deine Richtung, Wappet. 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 Die Oma hat irgendwie getan, das gefällt mir nicht und ich fahre auf ihr sie zu, also. Bin ja so auf dem Weg. Ich hab gerade eine Isokarte so platt gemacht. Endlich mal so einen goldenen Treffer getroffen, wie sie mich sonst immer versenken. Sehr nett. So über die Hälfte noch am Leben und plötzlich weg. Ja. Ab ins Magazin. Ja. Vernichtender Schlag. Devastating Strike. Wenn man überlegt, ich habe 2 Treffer, 2 kritisch, 1 zerstört. Da kommt noch der Phoenix. Mockt der Phoenix auf, ja. Auch noch ein bisschen, bis ich hinter der Wand lang durch bin. Ja, die ist leider noch hinter der Berge. Ich auch. Naja, für meine Kanonenröhrchen, weißt du? Schieß zurück. Ich sitze hier schon hinter dem Ruder und wippe immer so nach vor und zurück in der Hoffnung, dass das Schiff ein bisschen schneller vorankommt. Aber es will nicht. Oh Mann, hat gerade schon zu weit gedreht. Da habe ich kurz auf die Mauer. Levelgrenze oder? Nee, auf die Felswand hier vor mir. Ach so. Ich bin jetzt direkt hinter dir. Ach, da. So ein kleiner Kahn und ich habe ihn gerade auf der Karte nicht gesehen, du. Warbird, halt aus! User joined your channel. Moin. Moin. Moin, Volk. Wir machen hier gleich eine Wall of Death. Okay. Ordentlichen Informationen, wir nehmen auch auf. Ja, wir spielen World of Warships und sind gerade mit 3 Zerstörern auf einer Ecke und hoffen, dass wir das Ganze überleben. Schlachtschiffe. Ja. Danke. Also seid schon im Spiel oder was? Ja. Na gut. Kann er denn nicht so richtig beitreten, wenn ihr schon zu dritt seid? Nee, das ist ein bisschen schade, ne? Also ein paar mehr in der Division wären schon lustig. Ja. Ich hab letztens so einen Abfragebogen gekriegt, da habe ich das mit reingeschrieben. Ah, süße. Hoffentlich warst du nicht der Einzige. Ja, das will ich auch hoffen. Boah, ich denke mal, das ist so eine gängige Meinung unter den Spielern, oder? Weil was ist 3 für eine Zahl, also... Eine magische Zahl. Ach, wahrscheinlich schon, ja.
3 und 3 macht 9, wie die, wie die, boom, la 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 la. Phoenix Omaha sind weg. Ah, ein Bomber. Ich sehe einen Bomber. Aber wir haben gute Flak. Ja, und wir halten auch einige Torpedos aus, aber trotzdem tut's weh. Ich geb's dir, New York, für Lifey. Pass mal auf, man lässt sie und bestimmt am Anfang wieder voll dreckig zu fahren, weil die keine Verbesserung hat. Na, aber sicher. Sicher, sicher. Problem habe ich jetzt gerade mit der Omaha. Omaha. Aber wie sie ihren Kreis verteidigen, die Lappen. Ja, ich glaube, da ist eine. Denn das. Was? Cleveland, Steuerbordseite. 13-4. Ah, oh, ich habe nur die Phoenix getroffen. Sie wurden entdeckt. Mhm. Ja, über Flugzeuge sind wir entdeckt worden. So, die Cleveland hat scheinbar keinen Bock, uns abzustauben. Die kommt immer dichter. Ja, aber die fährt hinter der Insel lang. Das ist... kriegen wir wohl nicht auf den Kreis. Aber die Bogue, die kriegen wir. Die Cleveland will uns entweder umfahren. Ja, ist ein blöder Plan. Ah, dann snack ich mir erstmal den Flugzeugträger da hinten. Oh, die Miyogi schießt auf uns, allerdings hat sie den Berg getroffen. Oh, da vorne ist die Bogue, ja. Sehe ich auch gerade. Pass auf, da ist ein Bär. Jo. Scout, ready for takeoff. Wie geht das denn? Ich hab das Ding getroffen. Bei der Größe auch kein Wunder, aber. Auch Miyogi, lass es. Die Oma hatte ich jetzt im Blick. Oh, ich merk schon. Ah, die kommt gerade nicht so weit. Also da sie noch von mir 15-9 entfernt ist und Warped auch noch ein bisschen entfernt und die hat nur einen 12er Reichweite, 13er. Sei denn sie ist hochgerüstet, dann ist sie auf 14-4. 14-8 ist sie von mir, ich bin kurz hinter Warped. Ja, dich hat sie auch nicht gekriegt. Oh, die Isokase geht auch auf den Flusi. Ui! Okay. Aber ich hätte getroffen. Hast du den auf den Sack gekriegt oder was? Was? Nee, nee, nee. Der Flugzeugträger ist weg. So. Dreht die Miyogi auch noch ein? Ich glaub's ja nicht. Ja, die Oma möchte ich gern weghaben. Okay. Mein Scout... mit den Torpedos da. Action mal. Noch 3,5 Minuten durchgehalten. Ja, wir leben schon erstaunlich lange. Boah, die sind jetzt komplett vom Radar weg. Ja, hab ich aber auch gerade. Das nervt mich gerade gewaltig. Warum lässt du dich denn so leicht nerven? Da ist eine Miyogi. 5. Schaffen die das, ne? Na ja, gut, wir haben auch keine Aufklärer mehr in der Luft, da auf den Gebiet, glaube ich.
Und dann habe ich eine Schlacht noch gewonnen mit 15 TP. Oh. Das ist nice. Ja. Das war auch eine ganz schöne Zitterpartie die ganze Zeit. Torpedoflieger. Auf mich jo, zu. Schön eindrehen. Ja, da ist die andere. Uzi. Ritterratte. Ritterratte, ja. Wir sind rein. Lack activated. Ein Flugzeug na, abgeschossen. Toll. Guckst du auf wieder Vitamin-Drops? Ich habe tatsächlich ein Flugzeug abgeschossen. So, mal gucken, ob ich noch den Winkel für die Miyogi hinkriege. Achtung, ich drehe einen Steuerbordseite. Mhm. Yogi getroffen. Battleship News, immerhin leben wir noch. Ach, wollen wir unseren Flugzeugtrieber alleine lassen? Na so. Ja, ich bin ein Noob. Oh, der Flugzeugträger ist bei mir aus dem Bild. Na ja. Ich fahre gerade in seine Richtung. War doch gar nicht so weit weg. Oh. Phoenix ist was? Kreuzer wahrscheinlich, ne? Kreuzer, ja. Okay, Kreuzer versenkt. Der Flugzeugträger gehört mir. Der brennt schon wie Sau. Den habe ich schon gesagt, ja, verbrezt. Und schön drei schön auf die Zitadelle. Ich höre es nur gewittern. Okay. Dein Treffer zählt als Damage Dealer. Super. Was? Dein Treffer zählt als letzter Treffer. Ja, Entschuldigung. Wer kann, der kann. Schieß auf genug. Go, ciao. Geht schießt oder was? Capture oder so, meint er wohl. Wegen O und P. Ja, go Capture. Ja, werden wir mal tun. Ah, ich hab so weit eingedreht. Ich wundere mich schon, wo meine Kanonentürme bleiben. Da ist noch eine Kawachi. Seht ihr schon. Die kriegt's gleich mit Karacho. Oh, die Kanonentürme drehen so langsam. Yogi und Kawachi. Kawachi ist gleich in der Torpedoreichweite, das ist irgendwie cool.
Schieß mal ja noch auf die Kawachi, bitte. Ja, sobald ich nachgeladen habe. Schneller! Wir sind die einzigen, die noch am Leben sind, okay? Das ist krass. Ja, und deswegen schreit er den Gegner an, bitte kill diese Noob-Battleships. Nice Teamkollege. Unser Stützpumpe eingenommen wird. Ja, aber es war trotzdem sehr cool. Wir haben überlebt. Ja, wie geil ist das denn bitte? Ja, und ich habe sogar getroffen und zwar senkt und krass, wie geil. 20 Treffer, 4 kritisch, 2 zerstört, 3 Brand, 3 Zitadelle. Ja, ganz so cool bin ich jetzt so doch nicht, aber ich habe wenigstens getroffen und bin nicht abgesoffen. Das ist geil. Das ist wie geil. Okay, wunderbar. Das war's an der Stelle mit der Kamiyogi. Eine Runde fighten ohne abzusaufen. Das ist sehr geil. 16 Treffer, ein Flugzeug runtergeholt, 2 versenkt, ein bisschen Feuer gespielt und ja, wunderbar. Und ich habe eine Mission hier fertig gemacht. Sehr cool. Ich freue mich, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe beim nächsten Mal wieder. Ich werde das nächste Mal mal gucken, wahrscheinlich die Isokase wieder nehmen. Ich versuche halt hier auch hoch zu leveln und dementsprechend wiederholen sich die Sachen. Wenn ihr lieber andere Schiffe sehen wollt, also alles, was älter ist im Tech-Tree. Ich zeige dir mal kurz. Tech-Tree, so, da. So, diesen Tech-Tree, den kann ich euch gerne auch zeigen mit den vorherigen Schiffen. Die habe ich im Besitz, aber die Amis fahre ich derzeit noch nicht. Also von daher, wenn ihr was sehen wollt bei den Japanern, zeige ich euch das gerne. Bis dann, ich sage ciao, ciao, euer Peter.